Es sieht aus wie normaler Fußball, ist es aber nicht. Wir sind heute beim FC Espanyol München und hier wird Walking Football, also zu Deutsch Gehfußball, gespielt. Bei mir ist der Alexander. Alexander, du spielst hier mit. Warum spielst du denn hier mit? Für mich ist das eigentlich die ideale Sportart, um sag ich mal, einen Ausgleich zu bekommen. Insbesondere dahingehend, fürs normale Fußballspiel ist mir das einfach alles andere, sag ich mal, ein bisschen zu anstrengend, um es mal so zu formulieren. Für mich war es einfach wichtig, einen Sport zu finden, der mit einem Ball funktioniert. Nachdem ich früher mal Fußball gespielt habe, wollte ich gerne wieder Fußball spielen. Und dann ist mir eigentlich Walking Football aufgefallen. Und daher habe ich dann gesagt, das ist eigentlich für mich ideal und es ausprobiert und macht riesig Spaß. Jetzt hast du gesagt, du wolltest gerne was spielen, das nicht so anstrengend ist. Wie unterscheidet sich Walking Football denn vom, ich sag mal, normalen Fußball? Was insbesondere bei mir unter anstrengend gilt, ist, der eine Fußball, der wird immer noch sehr stark körperbetont gespielt. Und ich bin kein Freund des körperbetonten Spiels. Das ist eben der Vorteil beim Walking Football. Da gibt es eben nicht dieses am Trikot rumzupfen, das Hin- und Hergeschubse. Es gibt eigentlich nicht diesen Körperkontakt, sondern es geht darum, den Ball möglichst schnell innerhalb der Reihen zu spielen und dann, sage ich immer, halt den Torabschluss zu suchen. Und das ist etwas, was mir halt Spaß macht und eben genau diesen Punkt des körperbetonten Spiels eben nicht mehr hat oder gibt. Das heißt, worauf kommt es beim Walking Football dann auch ein Stück weit an? Was muss so ein Spieler oder eine Spielerin mitbringen? Vor allem eins, Spaß. Und das Zweite, was viel wichtiger ist an der ganzen Sache, es muss man nicht unbedingt am Anfang irgendwie ein großartiger Fußballer gewesen sein, auch wenn viele ehemalige Fußballer das heute machen. Man kann auch hier im Training wunderbar die Balltechnik, die einfache lernen. Es geht um das geschickte Hin- und Herpassen. Es geht darum, um einen Spieler zu erkennen und sich dann, ich sag's mal, mit den einfachen Schritten dann halt frei zu spielen, um dann halt den Ball zu bekommen und dann, wie hier jetzt gerade, zum Torabschluss zu kommen. Wenn du jetzt in zwei Sätzen beschreiben müsstest, wo der große Unterschied zum normalen Fußball liegt, klar, Walking Football, man geht, man rennt nicht. Was unterscheidet die Sportarten noch? Vor allem eins, es gibt keinen Torhüter. Es ist vor allem eine kleinere Mannschaft, es spielen 6 gegen 6. Und es gibt dann halt auch Regeln wie, es gibt kein Abseits. Es gibt dann die Hauptregel natürlich, ich darf nicht laufen, sondern ich darf nur gehen. Und ich darf den Ball auch nicht hochspielen, es gibt keinen Kopfball und solche Sachen. Der Ball darf gerade mal auf 1 Meter Höhe gespielt werden. Ja, das sind eigentlich die Hauptunterschiede und das Fußballfeld ist natürlich deutlich kleiner. Und es wird nicht 2x45 Minuten gespielt, sondern wenn man es turniermäßig spielt, 4x15 Minuten mit entsprechenden Pausen nach jeweils 15 Minuten. Das ganz kurz schnell zusammengefasst, die Hauptregel. Jetzt hast du hier beim FC Espanyol München deine neue sportliche Heimat gefunden. Was gibt dir das denn, trotzdem weiter Fußball spielen zu können? Ja, vor allem eins, genau das, was du gerade gesagt hast, endlich mal wieder Fußball spielen. Ich sage ja, es war für mich etwas, was mir absolut gefehlt hat. Ich wollte unbedingt wieder Fußball spielen und ich weiß, dass es viele andere Leute genauso geht. Die juckt es ganz einfach, aber dann haben sie halt irgendwo Zwacken, vielleicht einmal im Knie oder irgendwo anders. Und dadurch, dass diese Belastung halt deutlich geringer ist als wie bei einem, ich sag's mal, normalen Fußballspiel, ist das halt genau auch das, was ideal ist für solche Leute, die halt dann nochmal ein Interesse daran haben. Und eins muss ich auch immer wieder sagen, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Das Gehfußball wird am Anfang erst einmal so ein bisschen belächelt. Naja, die gehen ja nur. Aber wenn man dann einmal so 4x15 Minuten gehen durfte und schnell Gehfußball gespielt hat, dann weiß man schon, was man danach getan hat. Dann würde ich sagen, genug gequatscht. Ich schaue mir mal an, wie anstrengend es wirklich ist. Das finde ich super. Ich habe auch schon ein Trikot für dich. Oh, wow. Ich hoffe, es ist trotzdem okay, auch wenn es die Nummer 13 ist. Die Nummer 13 nehme ich auch. Es bringt bestimmt Glück. Ja, danke okay. Dir. Wunderbar. Toi, toi, toi. Dann werde ich also eingewechselt. Mein großer oder kleiner Moment. Wie viel Glück mir die Nummer 13 tatsächlich bringt, ahne ich hier noch nicht. Anfangs muss ich mich etwas an den harten Ball gewöhnen und weil nur flache Bälle gespielt werden dürfen, ändert sich die Richtung auch ganz schön oft. Nach kurzer Zeit funktioniert es aber erstaunlich gut.
Okay, das war Glück. Haben wir das auf Kamera? Haben wir. Und bevor es bergab geht, nutze ich den perfekten Zeitpunkt für ein kurzes Zwischenfazit. Mein erstes Walking-Football-Training, wie habe ich mich denn bis jetzt angestellt? Also ich finde es sehr gut. Ich glaube, du hast auch gleich selbst gespürt, es ist dir ja von Anfang an sehr gut gegangen. Ich habe auch gesehen, dass du am Anfang ein bisschen kämpfen musstest mit dem Laufen. Das hat man dann immer so wieder gemerkt mit diesen Bremsen. Ja, und was willst du eigentlich mehr? Kurz eingewechselt und gleich ein erstes Tor und das auch noch ordnungsgemäß. Ja. Also ich sag's sehr gut und ich hoffe... Ich bin herzlich willkommen. Du bist jederzeit herzlich willkommen. Also ich kann nur sagen, komm, gerne wieder. Willkommen sind hier übrigens alle Altersklassen. Das Team ist bunt gemischt mit Spielern zwischen 20 und 82 Jahren. Die älteste Spielerin ist Elisabeth und die fühlt sich beim Walking Football pudelwohl. Das ist für mich herrlich, weil ich eine Bandscheibenoperation hinter mir habe. Der rechte Fuß ist teilweise gelähmt und durch die viele Bewegung ist sehr gut. Die tut mir gut. Es war am Anfang für mich ganz schwierig. Es waren ja nur Männer. Ich war die einzige Frau, die älteste und die schlechteste. Also was tun? Ich habe mir gedacht, mein Gott, was soll's? Einer muss der Schlechteste sein. Und die Männer haben mich sehr akzeptiert, muss ich schon sagen. Sie waren alle sehr nett. Der FC Espanyol München hat sich Inklusion auf die Fahne geschrieben. Der Sport soll hier körperlichen Ausgleich bieten, aber vor allem für ältere Mitglieder soziale Anlaufstelle sein. Ich bin vor gutem Jahr Witwe geworden und dann war es mir langweilig und Gymnastik war mir zu blöd. Also das kann ich im hohen Alter noch machen, aber Fußball spielen nicht mehr. Und deswegen habe ich mich für Fußball entschieden. Ja, es ist einfach so, dass Menschen sich dich treffen, egal woher sie kommen, was sie machen beruflich, wie eingebunden sie sozial sind. So, wenn sie zusammen zum Sport kommen, dann ist einfach jeder da, jeder tritt den Ball, jeder hat quasi Spaß daran. Und das ist halt das, was halt eben dann ja, Menschen verbindet. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich auch mal auszuprobieren, kann das in Fürstenried West. Hier wird immer mittwochs trainiert. Der Verein freut sich über Zuwachs. Mich hat es jedenfalls gefuchst. Deshalb fällt mein Fazit deutlich und für mich auch etwas überraschend aus. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Am Anfang muss man sich so ein bisschen reinfinden, dran gewöhnen. Die Strafräume sind ja kleiner. Es geht sehr, sehr viel hin und her, weil der Ball nicht hochgespielt werden darf. Und genau deswegen ist es auch viel anstrengender, als ich gedacht habe.